Er sagt, ich zitiere, zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden. Wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten. Ein Zitat wohlgemerkt. Der Papst habe die Sensibilität islamischer Gläubiger keineswegs verletzen wollen, sagt der Vatikansprecher. Es sei ihm nur darum gegangen, grundsätzlich jede Gewalt im Namen Gottes zu verurteilen, meinen Experten. Den Papst sehr ernst. Auf dem Petersplatz werden daher schärfste Kontrollen durchgeführt. Dabei erscheint Benedikt XVI. Hier nur auf dem Monitor. Leibhaftig ist er in der Sommerresidenz Castel Gandolfo. Ich bedauere lebhaft die Reaktionen auf meine Rede, die als beleidigend für die Sensibilität der muslimischen Gläubigen empfunden wurde. Das verwendete mittelalterliche Zitat drückt keineswegs meine persönliche Meinung aus. Ein Appell für den Dialog und für großen gegenseitigen Respekt, das war der Sinn meiner Rede. Sein gläubiges Volk hat der Papst damit überzeugt.